Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, auch von mir an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen und auch vielen Dank an den Herrn Jenes und an den Herrn Bayer, dass ich hier die Möglichkeit habe, mal so ein bisschen was über Factoring zu erzählen. Ja, ich möchte Ihnen erstmal kurz noch sagen, wer denn überhaupt die CB Bank ist. Der Herr Jenes hat es gerade schon ein bisschen vorgestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, genau. Wie Sie hier oben schon an dem Logo sehen, wir gehören dem Genossenschaftsverbund an, liegt ganz einfach darin, unsere zwei Anteilseigner sind zwei Volksbanken. Huch, das war jetzt falsch. Genau. Wie erwähnt, wir sind ein Spezialkreditinstitut, das heißt, wir haben auch wirklich Bankenlizenz und sitzen in Straubing. Ich bin hier so der Satellit, sagt man, das heißt, ich bin der Ansprechpartner für die Region, für ganz Franken und für Oberpfalz. Wir sind bundesweit tätig, also so wie mich gibt es noch ein paar andere in Deutschland. Wir sind 72 gegründet worden, das heißt, wir sind schon relativ lange am Markt und beschäftigen uns jetzt eben seit 6 Jahren mit dem Thema Factoring. Insgesamt sind wir 60 Mitarbeiter. Das, was Sie hier noch sehen, sind so ein bisschen so die Kern, ja, und nicht die Kerngeschäfte, sondern da, wo wir eigentlich herkommen. Wir refinanzieren Leasinggesellschaften, wir vergeben kleinere Konsumentenkredite und auch so Sonderfinanzierungen machen wir. Ich bin da vorhin gerade schon angesprochen worden, zum Beispiel Lohnsteuervorfinanzierung war früher scheinbar mal ein bisschen eine größere Geschichte gewesen, aber das, was wir jetzt wirklich, unsere Kernkompetenz, ist dieses Factoring. Ja, was ist überhaupt Factoring? Auch das stelle ich eigentlich immer wieder fest, wenn ich davon oder wenn ich sage, ja, ich mache Factoring, dann weiß man eigentlich gar nicht mal so recht, was das ist. Meistens heißt dann, ja, Forderungsausfall, nee, brauche ich nicht. Inkasso brauche ich auch nicht. Das sind wir eigentlich gar nicht. Factoring ist viel cleverer, ist viel charmanter. Ich habe dazu mal geguckt, was Wikipedia dazu sagt. Wikipedia sagt also, Factoring von lateinisch Factura, Rechnung, ist ein Anglizismus für die gewerbliche revolvierende Übertragung von Forderungen eines Unternehmens, auch Lieferant oder Kreditor genannt, gegen einen oder mehreren Forderungsschuldner, auch Debitor genannt, vor Fälligkeit an ein Kreditinstitut oder ein Spezialinstitut, auch Faktor genannt. Genau. So, das klingt jetzt erst einmal super kompliziert, finde ich. Dabei ist Factoring sehr einfach erklärt. Factoring ist eine Art Tauschgeschäft. Der Unternehmer verkauft wiederkehrend die Rechnungen aus Lieferung und Leistung, also das, was er an seine Kunden schickt, an eine Factoring-Gesellschaft und erhält dadurch die Liquidität wieder zur Verfügung. Das eigentlich ist erst einmal so im Großen und Ganzen Factoring. Factoring gab es schon eigentlich bei den Babylonen, bei den Fuggern, das waren so die ersten Vorläufe gewesen. Amerika hat es dann vorgemacht, was sonst war, so um die 1890 rum, und in Deutschland gibt es Factoring, ja, seit den 70er Jahren eigentlich, und kommt jetzt immer mehr in Vormarsch. So, Sie haben jetzt gerade schon gesehen, drei Parteien sind hier eigentlich involviert. Das eine ist der Unternehmer, also derjenige, der die Rechnung schreibt, dann die Factoring-Gesellschaft, die irgendwo dazwischen geschaltet ist, und natürlich der Debitor, also derjenige, der dann bezahlen muss. Spielen wir es einfach mal durch. Als Ersten haben wir hier den Debitor, der bei Ihnen irgendwas bestellt. Im Gegenzug liefern Sie oder führen die Dienstleistung an ihm durch, stellen ihm die Rechnung. Parallel zu dieser Rechnungsstellung geht eine Kopie dieser Rechnung an die Factoring-Gesellschaft, was jetzt nicht heißt, dass man sich das vorstellen muss, dass da jetzt noch Papier hin und her geschickt wird. Das passiert meistens alles online schon. Die Factoring-Gesellschaft überweist jetzt wirklich sofort den Rechnungsbetrag an Sie als Unternehmer, die Sie die Rechnung gestellt haben. Das heißt, hier ist schon eigentlich ein großer Vorteil von Factoring zu erkennen. Sie müssen nicht mehr warten, bis der Kunde bezahlt, nach 30, nach 60 Tagen oder nach 100 Tagen, aber oft weiß man es ja nicht. Sie kriegen sofort die Liquidität wieder zur Verfügung gestellt. Und, zum Schluss, überweist natürlich der Kunde an die Factoring-Gesellschaft. Er weiß es vielleicht nicht immer unbedingt, da gibt es verschiedene Varianten, da komme ich dann nochmal drauf dazu. Und so sieht man, dieser ganze Kreislauf ist ja eigentlich wieder rund. Was jetzt auf diesem Schaubild nicht rauskommt, das ist, dass eigentlich Factoring drei Komponenten hat. Zum einen, bevor hier die Bestellung
überhaupt erfolgt. Die Factoring-Gesellschaft überprüft schon mal die Bonität ihres Kunden, damit man im Vorfeld auch weiß, macht denn das Spaß, dass man zusammenarbeitet, oder ist da schon Ärger vorprogrammiert. Das ist also ein wesentlicher Vorteil. Die Factoring-Gesellschaft überprüft schon mal die Bonität. Ja, hier kann man ja vielleicht auch das ein bisschen als Marketinginstrument nutzen und sagen, vielleicht sollten wir mit dem einen oder anderen Geschäftspartner kann mir vielleicht noch ein bisschen mehr den Umsatz forcieren. Das ist also der eine Baustein. Wir überprüfen die Bonität. Der zweite ist natürlich hier ganz klar, wir stellen sofort die Liquidität zur Verfügung. Und damit ist eigentlich auch schon Ihr Part komplett erledigt. Ihre Aufgabe ist es in dem Moment, Sie müssen nur dem Kunden einfach mit ihm den Auftrag abwickeln, die Rechnung schreiben, und damit sind Sie außen vor. Weil, das hat der Herr Jenes ja auch gerade vorhin schon angesprochen, auch die Factoring-Gesellschaft kümmert sich um das Debitorenmanagement. Das heißt, also sollte es auf jeden Fall zu Störungen kommen bei dieser Bezahlung vom Debitoren an die Factoring-Gesellschaft, auch darum kümmert sich die Factoring-Gesellschaft.